Die Stardichte der diesjährigen Berlinale ist schon beeindruckend. George Clooney hatte einen hochkarätigen Männerclub dabei, mit dem er nicht immer bierernst eine tiefernste Geschichte nach Tatsachen vom Ende des Zweiten Weltkriegs erzählt, deren Nachwirkungen noch heute brisant sind. But the three first notes. You're mixing it up with Peter. God, no. Ihr wurdet ausgewählt, weil wir euer Fachwissen und eure Fähigkeiten brauchen. Willkommen im Krieg, Sarge. Ist das zu fassen? Ausbildung in England. Ausbildung. Ein Team von Kunstsachverständigen wird für einen ganz speziellen Auftrag zusammengestellt. Unser Auftrag lautet Auffinden und Sichern von über 5 Millionen gestohlenen Kunstgegenständen. Das Monuments Man Radio geht live auf Sendung. Ich hoffe, es gibt auch Musik. Ich rufe London und alle Schiffe auf See. Wir hören dich laut und deutlich. Kunstdilettant Hitler und seine gierigen Kumpane hatten in ganz Europa Kunstwerke zusammenrauben lassen. Gut, dann hört mal her. Ihr sollt wissen, wie ich die ganze Sache hier sehe. Diese Mission ist nicht auf Erfolg ausgelegt. Wären Sie ehrlich, hätten Sie uns das gesagt. Sie hätten gesagt, bei so vielen Toten, wer schert sich da um Kunst? Sie irren sich. Denn genau dafür kämpfen wir, für unsere Kultur und für unsere Art zu leben. Man kann Menschen einer ganzen Generation auslöschen, man kann ihre Häuser niederbrennen, aber irgendwie kommen sie wieder zurück. Aber vernichtet man ihre Errungenschaften, ihre Geschichte, ist es, als hätten sie nie existiert. Wie Asche, die verfliegt. Das will Hitler erreichen. Und genau das dürfen wir nicht zulassen. Die Nazis und ihr massives Interesse an Kunstwerken. Wäre es nicht vielleicht besser gewesen, man hätte Hitler damals zum Kunststudium nicht abgelehnt? Alles wäre anders geworden, wenn sie ihn aufgenommen hätten. Wenn ihm nur irgendwer etwas Bildung vermittelt hätte, wäre die Welt eine andere. Es wäre zwar miese Kunst, hätte sich aber gelohnt. Das weiß man nicht. Möglicherweise wäre der Welt eine ganze Menge Übel erspart geblieben. Ja, das kann durchaus sein. Aber alles, was er sonst gemacht hätte, wäre besser gewesen als das, was er gemacht hat. Klar. Dann setz dich mal hin. Haben ja nicht jeden Tag Gäste, hm? Das sind wunderschöne Gemälde. Naja, nur Kopien. Cézanne, Renoir. Die sind gut. Nun, ich war nicht bei der SS, ich war Soldat, genau wie Sie. Wenn ich irgendwie helfen kann. Kennen Sie einen Sammler namens Rothschild? Rothschild? Er besaß eine der größten Kunstsammlungen der Welt. Ein Franzose, hä? Jude. Nein, den kenne ich nicht. Na gut. Zu Gast bei einem dieser unschuldigen Nazi-Kunstfreunde. Auf der Rückseite des Cézanne steht Rothschild. Man kennt das Thema. Es ist bis heute nicht ausgestanden. Das war ein Geschenk. Der Renoir auch? Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! In der Sektion Panorama lässt Kultregisseur Fruchan eine Gruppe von Busfahrgästen nach Mitternacht in einem plötzlich menschenleeren Hongkong stranden. Der Regisseur setzt seine Helden einem chaotischen Albtraum von Ereignissen aus, deren möglicher Sinn sich nicht ohne weiteres entschlüsseln lässt. Für uns die schöne Möglichkeit, einen Hongkong-Star zu befragen. Es gibt Horrorelemente, außerdem eine Menge komischer Elemente. Als was für ein Genre sehen Sie den Film? Das ist ein Gemisch verschiedenster Genres.
Du kannst das nicht wirklich festmachen. Wie schon gesagt, da gibt es Horrorelemente, Satire, Science-Fiction und Comedy-Elemente. Es ist ebenso ein Thriller wie auch eine Romanze. Der Film ist also tatsächlich so etwas wie ein Schmelztiegel der unterschiedlichsten Genres. Die gestrandeten Fahrgäste werden durch die irrwitzigsten Ereignisse getrieben. Situationen scheinbar ohne jeden Sinn, die am Ende doch so etwas wie eine bittere Ahnung vom möglichen Finale unserer Konsumkultur aufkommen lassen. Ihr habt den Film in Deutschland gedreht und seid nun zur Berlinale wieder zurück. Wie fühlt es sich an und was waren eure größten Erlebnisse? Ich mag Stephanie von der Hotelrezeption. Stephanie hat die niedlichsten Wangen und ich habe viel Zeit damit verbracht, diese Wangen zu küssen. Es ist also großartig, wieder zurück und an ihren Wangen zu sein. Nun, ihr wart viel länger hier als ich. Aber Berlin ist wirklich eine tolle Stadt und es ist schön, alte Kumpel wieder zu treffen. Wir hatten hier eine fröhliche Zeit. Dieses Jahr haben wir sowas wie Frühling. Letztes Jahr gab es keinen Frühling. Da ging es vom Winter direkt in den Sommer. Es ist schön, man kann etwas umherwandern und es scheint, dass die Bäume dieses Jahr viel eher blühen.